Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte heute gemeinsam mit euch etwas machen. Und zwar habe ich in Kooperation mit Cosmetic for Less, das ist ein Make-up-Online-Shop, mit dem ich schon sehr lange zusammenarbeite, den ich sehr empfehlen kann, bei dem ich zufriedene Kundin war, bevor wir gearbeitet haben. Auf jeden Fall habe ich in Zusammenarbeit mit denen einen Adventskalender bekommen. Den möchte ich gemeinsam mit euch auspacken bzw. abchecken. Gucken, ob er sich lohnt im Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich möchte ihn euch vorstellen und darum wird es heute in diesem Video gehen. Digis. In der Infobox steht ein Rabattcode für euch, für Cosmetic for Less. Damit könnt ihr 20% Rabatt sparen auf euren Einkauf. Checkt es auf jeden Fall gerne ab. Der gilt leider nicht für Catrice, aber trotzdem, falls ihr mal shoppen wollt. Und dann möchte ich gemeinsam mal mit euch schauen. Das ist ein Adventskalender von Catrice. So sieht er aus. Er kostet 34,95 € und Cosmetic for Less hat ihn mir geschickt, damit ich ihn auspacke, euch vorstelle, abchecke und sowas. Das Ding ist, das ist ein Do-it-yourself-Adventskalender. Also er ist wirklich dazu da, dass du ihn selber was verschenkst oder für dich selber in Tütchen verpackst. Also ist für mich persönlich ist das gar nichts. Ich kaufe mir etwas, verpacke es selber in Tütchen und dann packe ich es jeden Tag aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen sich voll daran erfreuen. Und wenn ihr euch freut oder Menschen sich freuen, freue ich mich auch. Für mich persönlich wäre es nichts. Trotzdem möchte ich mal gemeinsam mit euch schauen, was denn hier so Sache ist. Ob es sich lohnt, ihn zu kaufen für 34,95 €. Und ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt. Catrice Produkte in Originalgröße und im Mini-Format. Darunter 16 Beauty-Must-Haves aus dem Standardsortiment und 8 exklusive Highlights in limitiertem Design, die es nur so im Kalender gibt. Zudem sind in dem Kalender 24 Papiertütchen mit unterschiedlichen stylischen Designs und 24 goldene Sticker, damit man sich das selber zurechtfummelt. Dann bezahlst du für den Kalender 34,95 € und er hat einen Warenwert von 106 €. Dachte ich mir, krass, aber trotzdem kannst du einen Kalender auch machen und nur, sorry, Scheiße reintun. Also, du weißt, was ich meine. Und trotzdem ist der Warenwert hoch. Das heißt nicht, dass die Produkte gut sein müssen. Also lasst euch da nicht immer unbedingt vom Warenwert blenden, weil Firmen können auch ihre Reste in so einen Kalender packen, die niemand kaufen wollte und sagen, oh, der Warenwert ist sehr hoch. Hier weiß ich noch nicht, wie es ist. Es ist alles in Originalgröße und zum Teil zum ersten Mal erst erhältlich. Ich muss sagen, vom ersten Eindruck her sieht es gut aus, aber lass ihn mal öffnen, Bro. Lass mal aufmachen und dann wissen wir wohl mehr. Hast du so ein Ding? Ganz professionell. Du hast hier so ein Ding. Das machst du ab. Und dann öffnest du ihn. So sieht er dann aus. So ist das Bild, wenn du ihn dann öffnest. Und hier sind diese stylischen goldenen Sticker. Die werde ich verschenken, weil ich, ja, wie gesagt, ich packe ihn jetzt auch für euch aus, aber es wäre halt auch nichts für mich, etwas für mich selber zu kaufen und dann zu verpacken und sowas. Deswegen, das sind die Sticker, die finde ich auf jeden Fall stylisch und hübsch, finde ich chillig. Und dann hast du hier so die verschiedenen Tütchen, einmal die dunklen Tüten und dann in rosa wahrscheinlich, damit du die farblich abwechseln kannst. Also einmal dunkel, einmal hell, einmal dunkel, einmal hell. Finde ich auch cool, also ich habe auch schon mit so Papiertüten Kalender gemacht, so das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Dann entfernst du die Tüte. Oh nein, Diggis, da ist irgendwas. Das ist nicht gut. Ich sehe nämlich schon, seht ihr diese Farbdinger? Hier. Irgendwas ist kaputt gegangen. Das ist natürlich doof, weil ich habe schon sehr oft bei Cosmetic for Less bestellt als Kundin. Ich hatte nie Probleme. Digga, teilweise, ich bestelle jetzt etwas, ist es morgen früh da. Also die sind schon krass heftig. Also wow, so ne, deren Versand und so ist super. Ich weiß nicht, was hier kaputt ist. Es kann auch an meinem Hermesboten liegen. Der ist manchmal ein bisschen, wir haben immer so wechselnde Hermesboten und manche sind da echt ruppig so. Die haben auch schon irgendwie Kartons im Garten einfach auf die Bank gestellt und so. Ja, nach dem Motto, ja, wenn es regnet. Aber auf jeden Fall habe ich sehr gute Erfahrungen mit Cosmetic for Less und deren Versand. Aber mal sehen, was hier kaputt gegangen ist. Jetzt wollen wir erstmal die Produkte einzeln bewerten. So, wir haben hier eine Highlighter-Palette. Luminize Highlight and Bronze. Bronze Highlighter, Soft Highlighter, Highlighter. Das ist etwas, das finde ich cool. So, das ist etwas, das würde ich vielleicht. Also ich finde, sowas ist zum Beispiel auch gut für Nikolaus, weil ich finde, Nikolaus und Heiligabend sollte in deinem Adventskalender schon etwas sein, was ein bisschen größer ist, ein bisschen besonders, weißt du. Und so eine Highlighter-Palette finde ich gut. Ich finde, das sind auch Farben, die gut sind, also die zu den meisten passen. Ich habe auch schon Adventskalender gesehen, da hast du auch eine Highlighter-Palette drin, aber
nur mit so grünem Highlighter und blauem Highlighter und sowas. Also ich sag mal, die Reste, die halt nicht verkauft worden sind und ja, packen wir halt in die Kalender. Und das ist halt nichts für mich. Ich will jetzt auch hier bewerten, sind das Produkte, die ich gut finde oder sind das irgendwelche Reste oder ist das irgendein Schwachsinn? Und vor allem, würde ich mir so einen Kalender kaufen? So eine Palette mit so entspannten Farben finde ich auf jeden Fall cool. Übrigens, ich habe nicht die einzelnen Preise zu diesen Produkten recherchiert, also nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe euch jetzt den gesamten Warenwert gesagt, so, und ich bewerte es halt jetzt so, wie ich es empfinde, weißt du, so eine Palette, keine Ahnung, 5 bis 7 Euro finde ich auf jeden Fall cool, aber dass ihr euch nicht wundert, warum keine Preise dabei sind. Dann ist ja eine Lidschattenpalette drin, die kenne ich, die waren damals, ich weiß gar nicht, ob sie noch in der Drogerie sind, ich glaube nicht, für 10 Euro da und ich muss sagen, finde ich cool, so, das sind so Farben, da kann man noch mit leben. Also es ist schon eher in Richtung Lila. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber so mit den Tönen hier kannst du ein neutraleres Make-up machen. Also wenn du jetzt die drei wegnehmen würdest und den Ton mit dem Rest kannst du so neutralere Make-ups machen, so die zu jedem passen. Und deswegen ist es okay für mich. Wie die Qualität dieser Lidschattenpaletten ist, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich sie nicht getestet habe. Ich teste viele Paletten in First Impression Videos, aber hier weiß ich es leider nicht. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein cooles Produkt. Für 10 Euro so ist das eine coole Palette. Und wenn du ein paar Farben wegnimmst, hat sie halt Farben, die zu jedem passen. Wäre es jetzt nur lila oder so, würde ich es halt schon wieder schwieriger finden, aber so chillig. Digga, und so eine Palette finde ich absolut okay für den 24. Da muss doch nicht irgendwas für 100.000 Euro rein, so weißt du, so eine Lidschattenpalette an Heiligabend. Dann habe ich hier den Bösewicht gefunden. Limited Edition, ein Rouge. Ich swatche den mal, weil ich bin unentschlossen. Also er sieht von der Farbe her nicht so geil aus. Also ich finde, den Rouge feiere ich jetzt nicht so, weil er sieht sehr dunkel und pinkstichig aus, sag ich mal. Also so, das ist, wäre es ein schöner, leichter Rosé-Rouge, wäre das etwas, was zu den meisten passt. Aber so ist es für mich so ein Rouge, so ja, so ein Produkt, das muss... Na, du kannst auch nicht erwarten, dass alle Produkte krass sind, aber das ist jetzt eins, das feiere ich nicht so. Der ist jetzt auch leider ein bisschen kaputt gegangen während der Reise, aber dass ihr euch nicht wundert, so, das war der Übeltäter. Aber nö, feiere ich nicht so wegen der Farbe, weil das ist halt ein Ton. Stell dir vor, du bist richtig weiß vom Hautton her und dann so ein Rouge... Dann ist hier von Catrice Luminizing Puder Waterproof mit einem Soft Focus Effekt. Seidig, wasserfestes Puder mit Weichzeichner-Effekt und sehr feinen lichtreflektierenden Momenten. Pigmenten, nicht Momenten. Das ist halt hautfarbengebunden. Siehst du ja, und guck mal, wenn ich das jetzt so hier swatche, das passt nicht zu jedem, finde ich. Also du kannst ganz, selbst wenn du ganz wenig nimmst, wenn ich das jetzt zum Beispiel nehmen würde, ich bin jetzt leider geschminkt, deswegen bringt es nicht so viel, würde es wahrscheinlich zu hell sein. Also so hautfarbengebundene Sachen feiere ich nie in Adventskalendern, egal bei welchem. Augenbrauenstifte, Foundations, Concealer, die hautfarbengebunden sind, so da musst du einen Hautton für haben, damit das passt, finde ich scheiße. Weil wenn du einen Concealer reintust, der zu den meisten Hauttönen passt, okay, sowas, na, finde ich schwierig, feiere ich nicht so. Aha, wenn man vom Teufel spricht. Digga, warum macht Catrice das? Das habe ich gar nicht auf Verpackung entdeckt. Also, eigentlich will ich mich bei Catrice einschleimen. Digga, sag noch ehrlicher, red noch offener. Catrice, was geht? Ich bin Beauty-YouTuberin, hallo? Aber, na, ich muss auch ehrlich sein. Guck mal hier, wenn man, ich schwöre, habe ich vorher nicht auf der Packung gesehen. Weightless Concealer Light Natural ist hautfarbengebunden, feiere ich nicht, würde ich in keinem Kalender der Welt feiern. Und hier semi-permanent Augenbrauen-Mascara, also Augenbrauen-Mascara, okay. Finde ich cool, wenn es transparent wäre, wäre es auch nochmal cool. Benutze ich auch immer, damit meine Augenbrauen in Form bleiben, in Shape. So... würde ich gut finden, wenn es transparent wäre. So passt es zu nur bestimmten Soft Brunette. Nur bestimmten Augenbrauenfarben feiere ich deswegen nicht. Weightless Concealer ist halt auch hautfarbengebunden. Oh, Catrice, ey, der hat so einen guten Eindruck gemacht. Ich weiß nicht, ob der zu mir passt, der Concealer. Werde ich mal behalten, kann man noch mit leben, aber feiere ich trotzdem nicht, weil es hautfarbengebunden ist. Wenn du jetzt weiß bist wie eine Wand, wird das für dich viel zu dunkel sein zum Beispiel. Das schockt ja nicht, weißt du. Aber gucken wir mal weiter. Dann hast du im Adventskalender so Mini-Nagellacke. So sehen die aus. Auch bei sowas finde ich es immer wichtig, welche Farbe haben die Nagellacke. Ist es jetzt so Neongrün? Also sorry, bei 10 Frauen, die den Kalender kaufen, wie viele feiern Neongrün? Muss auch ehrlich sein. Hier hast du einen schönen Rotton. Finde ich super. Rot ist so eine Nagellackfarbe, die geht immer. Dann hast du hier so ein Goldding. Das ist so Soft Candlelight, so in Richtung Gold. Ja, wahrscheinlich wegen Weihnachten vielleicht auch. Rot und Gold kann sein. Finde ich, ist noch okay. Ist so durchschnittlich so. Hast du hier noch zwei weitere Töne. Einmal so ein Nude. Finde ich okay. Ist auch für mich ein Ton, der geht eigentlich immer. Ich persönlich würde noch so ein bisschen in Richtung Braun
es besser finden als in so einem Grau, aber ist auch als Nagellackfarbe absolut okay. Und dann hast du hier so ein Glitzer-Ding, finde ich persönlich cool, würde ich sehr selten benutzen. Aber das ist so, ist es auch noch durchschnittlich, aber schon an der Grenze zu, ja, ist wie Neongrün, passt halt nicht wirklich zu jedem. Also so ein roter Nagellack kannst du meiner Meinung nach nichts mit falsch machen, genauso wie mit so einem transparenten Nagellack. So ein Gold ist noch, na, geht. Nude geht meiner Meinung nach immer, aber so Glitzer ist schon, du musst halt immer überlegen, so, da sind 10 Frauen, die holen den Kalender. Digga, 8 Frauen feiern wahrscheinlich den roten Nagellack, aber wie viele feiern jetzt so ein Glitzer-Ding? Also ich würde meine Nägel, glaube ich, auch nicht mehr ganz mit Glitzer machen, sondern nur die Spitze, keine Ahnung, aber so viel auf jeden Fall zu den Nagellacken, aber die kommen alle für mich auf den, finde ich, cool Haufen. So, weil keins davon jetzt so richtig kacke ist, so wie dieses Augenbrauen-Ding, wo ich sage, Bro, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Augenbrauenfarbe bei der Nuance ist? Also jede Südländerin mit schwarzen Augenbrauen würde hier zum Beispiel wegfallen. Ich habe nämlich einen Haufen mit Produkten, finde ich cool. Und finde ich, geht so, damit ich das später mit euch vergleichen kann. Dann ist hier ein Pinsel, auch so ein Limited Edition Pinsel. Ideal für lose und gepresste Pudertexturen. Okay, weil loses Puder benutzt nicht jeder, gerade absolute Make-up-Anfänger. Was sollen die mit Bacon und mit losem Puder? Und die nehmen normales, aber es geht auch für gepresstes, deswegen ist es okay. Ich hätte einen großen Pinsel besser gefunden, weil ich feiere allgemein so kleine Pinsel nicht. Manche würden sagen, okay, nimmt man in der Handtasche mit, wird dann aber schmutzig. Also ist okay, aber ich persönlich mag halt große Pinsel noch mehr. Er ist an der Grenze. Wenn ich ihn jetzt so hier nehme und in meinem Pinselfach tue, ist noch ein gutes Produkt, finde ich cool, aber ist halt an der Grenze. Und natürlich ist das besser so für gepresstes Puder und so, anstatt dass du jetzt einen Pinsel hast für nur Eyeliner oder für nur sowas. Also gepresstes Puder spricht dann, glaube ich, auch nochmal mehr Leute an. Dann hast du hier einen Primer drin, finde ich super. Das ist auch ein Primer, der zu den meisten Hauttypen passt, also trockene Haut, ölige Haut und sowas. Finde ich super, als wenn sie jetzt nur einen Primer reingetan hätten, denn bei Rötung hilft. Bro, muss halt wieder überlegen, wie viele Frauen haben gerade Rötung. Oder nur gegen trockene Haut oder nur gegen ölige Haut. Das ist so ein Allrounder Primer. Den habe ich sogar hier, den finde ich ganz cool. Es ist ein Produkt, das zu jedem passt, deswegen super. Dann hast du hier ein Instant Smoky Shadow and Liner Ding. Keine Ahnung, hast du so einen Stift in so einem ganz dunklen Grau. Finde ich cool. Hätte auch schwarz sein können oder dunkelbraun. Hätte ich genauso cool gefunden, weil passt zu jedem. Egal ob Schminkanfänger, egal ob dunkler Typ, heller Typ, es passt. So kannst du hier nochmal ein bisschen smoky machen. Keine Ahnung, ich feiere sowas nicht so krass. Aber ist eine gute Farbe, die zu den meisten passt. Deswegen cool. Dann haben wir hier einen Highlighter drin. Okay, das ist auch eine Limited Edition. So, werde ich mal swatchen. Oh, schön. Tschüss. Schöner Highlighter mit einem schönen Champagner-Gold-Ton, so in die Richtung. Passt zu sehr, sehr vielen. Wäre es jetzt so ein krass rosé-stichiger Highlighter oder ein grüner Highlighter, alles klar, mein ganzes Make-up ist verschmiert, was geht. Ignoriert das einfach, hört mir einfach zu. Passt zu den meisten, finde ich super, weil so ein grünstichiger Highlighter oder so, würde ich jetzt sagen, ist für mich bei dem Haufen mit Sachen, die feiere ich nicht. Aber so ein Highlighter ist auch ein richtig schöner, finde ich super. Keine Glitzerpigmente, ich feiere Highlighter mit Glitzerpigmenten nicht so. Auf jeden, tolles Produkt. Doch, Digga, doch, doch, Catrice, läuft. Dann haben sie einen Liquid Lipstick drin, finde ich super. Ich habe den Liquid Lipstick hier schon mal für meine Liquid Lipstick Videoreihe getestet. Ich habe ihn gar nicht gefeiert, muss ich sagen, von der Qualität. Hat jeder ein anderes Empfinden für? Ich erwarte von einem Liquid Lipstick. Also ich habe sehr hohe Erwartungen an einen Liquid Lipstick. Ich sammle Liquid Lipsticks so. Ich will eine Frikadelle dran reiben und keine Probleme. Dann ist er für mich perfekt. Aber bei mir hat der Catrice Liquid Lipstick gar nicht funktioniert. Trotzdem gibt es vielleicht Leute, die nicht so unendlich hohe Erwartungen haben oder bei denen er super funktioniert. Das ist super. Okay, sehr viel super. Und was ich hier richtig, richtig gut finde, die Farbe, das ist ein Ton, der passt auch zu den meisten. Das ist so ein schönes Altrosa. Das passt zu richtig, richtig vielen. So, und gerade egal, ob Schminkanfänger oder jemand, der schon krass viel mit Make-up zu tun hat, jung, älter, das ist ein guter Ton, der passt. Sehr gut mitgedacht. Das ist so, als hätten sie ein schönes Nude genommen und deswegen auch ein tolles Produkt. Dann gibt es in dem Catrice-Kalender einen goldenen Highlighter, Golden Dust Highlighter Drops. Schön schütteln, bevor man es benutzt, steht da, alles klar. Ja, Flüssig-Highlighter, also ich benutze extrem selten Flüssig-Highlighter. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist. So, deswegen ist das gerade ein bisschen schwer für mich zu beurteilen. Es ist ein sehr sanfter Highlighter. Was steht denn da drauf? Für einen warmen Glow. Flüssig-goldener Highlighter für einen zarten, warmen Schimmer wie Goldstaub auf den Wangen und unter den Augenbrauen. Es ist ein sehr dezenter Highlighter. Ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich finde es besser, als jetzt so einen krassen Boom-Highlighter reinzutun, weil so ein Highlighter wie den hier kannst du dir krass aufbauen, alles gut. Du kannst ihn aber sehr
dezent benutzen. Aber wenn du einen hast, der direkt so BAM ist, das ist nicht für jeden was, weißt du? Ja, der flüssige Highlighter kommt auch zu den Produkten, die ich hier gut finde. Dann ist da ein Lip Liner in einem Altrosa. Ich glaube, fast schon zu rosa für viele. Ich weiß gar nicht, ob so ein Roséton bei mir gut aussehen würde. Lip Liner finde ich cool, aber er passt halt zu keinem... Oder ist das derselbe Ton? Lass mich mal gucken. Aber nee, das kann doch nicht derselbe Ton sein. Ich bin doch nicht blöd oder was? Nein, ist es nicht. Guck mal den Unterschied. Also Lip Liner würde ich cool finden, aber er passt halt nicht zu dem Liquid Lipstick, der drin ist und nicht zu dem Lippenstift, der gleich folgt. Deswegen ist das für mich ein Produkt so, da musst du als Frau, wenn du den Kalender hast oder als Mädel, einen Lippenstift haben in dem Ton von dem Lip Liner und da muss es passen. Und das ist für mich ein bisschen nö, deswegen kommt der Lip Liner zu den Doof-Produkten. Dann ist ein Lippenstift im Kalender. Oh, ein schöner Rotton. Oh, super. Super ist das. Ach, das ist sogar so ein Rot mit so ganz bisschen Schimmer drin. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Schön. Ein knalliger roter Lippenstift. Kannst du meiner Meinung nach nichts falsch machen mit in so einem Kalender, genauso wie mit einem Nude-Lippenstift. Schöne Verpackung ist das einer von den limitierten Sachen. Steht da jetzt nicht, aber kommt zu den guten Produkten. Dann hast du hier so ein Eyeshadow-Stick. Sticks, bla bla bla, wasserfester Hochleistungs. Lidschattenstift mit dreieckiger Spitze für einen präzisen und schnellen Auftrag, okay. Lass mal die Farbe abchecken, meine Hände sind komplett voll. Ah, okay, das ist eine schöne Farbe, das ist ein guter Ton, den kannst du als Highlight hier benutzen oder unter den Augenbrauen oder einfach als Eyeshadow. Finde ich gut, ist ein Ton, der zu vielen passt. Wäre es jetzt so ein krasses Pink, Lila, Grün, ist wieder etwas, wo ich sage, ah. Ich sage nicht, du musst nur dezente Farben in einem Kalender haben, aber meiner Meinung nach in einem guten Adventskalender sind fast nur Originalgrößen, können die Firmen sich meiner Meinung nach leisten. Die produzieren Milliarden von Produkten, aber ich bin auch nicht drin im Business, keine Ahnung. Und es sind Sachen, die zu jedem passen. So wie ein Primer für jeden Hauttypen statt nur einen für fettige Haut und so weiter. Das habe ich alles schon erlebt. Und hier auch dieser Eyeshadow Stick. Guter Ton, passt zu den meisten, spricht die meisten an. Mehr als jetzt ein grüner oder gelber oder so. Deswegen auch hier ein gutes Produkt. Dann ist in dem Kalender Eye Foundation Waterproof Eyeshadow Primer Matte. Okay. Eyeshadow Primer finde ich auch cool. Setzt natürlich voraus, dass die Person, die den Kalender nutzt, Lidschatten benutzt. Aber du hast ja jetzt auch hier Lidschattenpaletten und so. Finde ich chillig. Ich weiß natürlich nicht, wie die Produkte sind. Habe ich jetzt keine Erfahrung mit, außer die, die ich getestet habe. Die beiden waren das. Aber ein Eyeshadow Primer finde ich chillig. In dem Ton finde ich auch cool. Ich hatte mal einen Adventskalender mit einem schwarzen Eyeshadow Primer. Das fand ich dann zum Beispiel wieder scheiße. Aber so ein neutraler Ton geht klar, ist cool. Dann ist hier eine Color Correction Palette. Das finde ich auch gut. Hier steht auch hinten, was weiß ich, grün neutralisiert Hautrötung, gelb korrigiert Augenringe und blaustichige Stellen, bla bla bla. Super, passt auch zu den meisten Hauttönen mit grün und Rötung kaschieren und Rosé und sowas. Tolles Produkt, auch das gefällt mir. Dann ist da eine Lidschattenpalette drinne. Ah, die... Da sehe ich jetzt schon, dass die Fännchen zu nah beieinander sind und die Erhebung dazwischen nicht hoch genug. Das heißt, du kannst schnell hiervon etwas hier drin haben und die Farben vermischen sich. Okay, feiere ich persönlich nicht so. Von den Farben her finde ich, ist das cool. Ich persönlich mag alle Farben hiervon, aber ich denke, wenn du die wegnimmst, sind das hier Farben, die zu jedem passen. So lila und so passt nicht unbedingt zu jedem diese Richtung, aber wenn du das so wegnimmst, hast du hier ein gutes Farbspektrum, das die meisten wieder anspricht, was wieder zu den meisten passt und das finde ich cool. So wie ich Smoky Eyes Lidschatten super finden würde. Oder halt so Nude, Gold, Braun, Bronze und sowas. Doch, das ist auch eine gute Palette. Die kommt auch für mich zu den guten Produkten. Dann haben wir hier eine Lashes to Kill Mascara. Ich kenne sie nicht, habe ich noch nicht benutzt. Okay, so sieht sie aus. Kann ich nicht viel zu sagen, da ich die Mascara nicht kenne. Aber eine Mascara in einem Kalender finde ich cool. Klar, manche könnten jetzt sagen, hey, was ist mit denen, die Wimpern-Extensions haben? Ja, aber eigentlich... Wenn du da eine Mascara passt zu mehr Leuten, als wenn jetzt zum Beispiel Fake Lashes im Kalender wären. So sehe ich das. Ey, ihr könnt mich auch die ganze Zeit korrigieren, aber so wäre mein Eindruck. Mascara kommt auch zu den guten Produkten, weil finde ich super in so einem Kalender nice. Und als allerletztes Produkt haben wir hier wieder diese Lidschattenpalette Warm Cooper. Die hatten wir ja hier schon. Hier. Ah, schön, chillig, chillig. Also für mich wäre sie langweilig als Palette, wäre die andere auch, weil ich einfach zu viele Paletten in meinem Leben getestet habe und teste und bla. Und manchmal halt, ich mag so einen Papageien-Look. Ich mag auch manchmal Nude-Paletten. Aber für mich persönlich wäre sie langweilig, aber es ist eine super Palette. Es ist eine super Palette für so einen Kalender, weil es ist einfach, jeder kann was damit machen. Du hast halt, okay, in der Palette hast du zwei matte Töne, der Rest ist schimmrig. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr matt noch reingetan, aber es ist eine gute Palette für so einen Kalender. Finde ich nice, passt auch zu den meisten Personen und
Doch, finde ich gut. Digis, wenn du jetzt nach meiner Bewertung gehst, habe ich 4 Produkte, die ich nicht feiere und 20 Produkte, die ich feiere, teilweise mega, mega doll sogar, wo ich sage, wow, super, das nochmal so für euch als Überblick. Und ich muss sagen, Digis, also das ist ein Top-Kalender. Ich persönlich würde ihn mir nicht kaufen, weil ich einfach, mich hat kein Make-up-Kalender bisher angesprochen, weil ich einfach Massen an Make-up habe. Ich habe auch seit Monaten kein Make-up gekauft, außer in der Drogerie 2, 3 Foundations und Concealer, weil ich einfach ausmisten will und dies und das. Weißt du, wie ich meine? Darfst halt nicht vergessen, ich mache das hier hauptberuflich und bla, das ist noch was anderes. Aber als Otto-Normalverbraucher, ein Top-Kalender, du hast ja alles super dabei, finde ich richtig gut. Ah, guck mal, was ich vergessen habe, bei den Flop-Produkten wären es eigentlich 5 Produkte, weil der Rouge, aber der ist ja kaputt. Ne? Also 5 doofe Produkte, 19 gute, finde ich super. Ich finde es super, dass es alles Originalgrößen sind. Habe ich schon ganz andere Kalender gesehen, die eigentlich nur Schrott reingepackt haben. Und ich finde, hier hat Catrice sich richtig Gedanken gemacht. Das sind Produkte, die passen wirklich zu den meisten. Es ist eine gute, bunte Mischung, es ist eine vielfältige Mischung. Nicht nur irgendwie, Digga, ich habe auch schon Kalender gesehen, so 10, 12 Nagellacke. Bro, finde ich super. Ich kann diesen Catrice-Kalender auf jeden Fall empfehlen, Digis. Nice. Also, was soll ich dazu sagen? Ich werde euch den Kalender in der Infobox verlinken. Falls ihr ihn bei Cosmetic for Less kauft, kauft ihn gerne über den Link in der Infobox. Ist ein Affiliate-Link, kriege ich ein bisschen Provision. Ist cool. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich ehrlich bin zu sowas. Ich habe auch schon Kooperationen gehabt mit Kalendern, wo ich gesagt habe, die sind Schrott. So und scheiße, was soll man machen? Aber der hier, der hat mich auf jeden Fall überzeugt. Für 35 Euro. Mega. Mega. Und du zahlst ja, Digga, das habe ich ja auch noch errechnet. Ich weiß gar nicht, ob ich euch am Anfang des Videos das gesagt habe. 35 Euro geteilt durch 24 Türchen. Da zahlst du 1,45 Euro pro Tür. 1,45 Euro pro Tür. Catrice, good job. Den Kalender kann ich empfehlen, finde ich cool. Schreibt mir auf jeden Fall bitte, Digis, in die Kommentare, wie ihr meinen Adventskalender-Unboxing fandet. Ich hatte jetzt halt keine einzelnen Türen, um sie mit euch zu öffnen, aber ne, ich freue mich auch über Verbesserungsvorschläge und sowas. Schreibt mir gerne, falls ihr den Kalender habt, wie eure Erfahrungen damit sind. Ja, könnt ihr ja noch gar nicht, weil ihr habt ihn ja nicht geöffnet. Ja doch, den ja schon, weil ihr ihn ja für euch verpackt. Aber schreibt mir auf jeden Fall, wie ihr den Kalender von meinem Eindruck her fandet. Ja, das war es auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen nach oben freuen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.